Die Stadt am Golf fiel trotz aller Bemühungen der Aranya durch Verrat, und kaum konnten die meisten Schiffe der Kriegsflotte gerettet werden, als eine unter magischem Bann stehende Offizierin der Stadtwache das östliche Tor öffnete und einige Dutzend Vermummte hineinließ, die dann die Torwachen auch der übrigen Tore töteten und die Stadt den Truppen der elburischen Gräfin auslieferten. Während sich die meisten Jankana an das Unvermeidliche fügten, leisteten die etwa 100 in der Stadt stationierten Torwaler erbitterten Widerstand, der sich so lange hinzog, bis die meisten Schiffe der Flotte den Hafen in Richtung Zorgan verlassen hatten. Und als die letzte Galeere aus der Mündung des Flusses gerudert wurde, an Bord die Meisterin der Brandung und die meisten Geweihten des Effa-Tempels, konnte die Besatzung bereits die Baronin von Janka, Kerry Saba Bechtirla, gefehlt auf dem Dach des Leuchtturms erblicken. Ein grimmer Abschiedsgruß der Elburia. Allein, dass ihre Eminenz, Corena Mondreios, von den wichtigsten Reliquien und Sakralgegenständen ihres Effa-Tempels hatte bergen können, vermochte die düstere Stimmung ein wenig aufzuhellen. Die Torwaller-Siedlung nahe der Stadt fiel wenige Tage später, und damit verschwand auch der letzte organisierte Kult des Effat aus den Regionen. Mit Folgen, die erst während der namenlosen Tage 28 Hal deutlich wurden. In den Tiefen vor der Ternmündung erschien oder erwachte eine Kreatur, von der nur die ältesten Legenden berichtet hatten. Ein immenser Seedämon, von der Gestalt eines Schalentiers, wie eine dämonische Parodie der schmackhaften Krabben, denen Janka seinen Namen verdankte. Oder gar, wie manche meinen, der eigentliche Grund für die damalige Namensgebung. Sei dem, wie es sei, heute ist die Gegenwart des Malma-Dämons ebenso unstreitbar wie die Tatsache, dass er selbst den Rumpf einer Galeere zu knacken in der Lage ist und dadurch den Hafen von Janka für alle Schiffe unbrauchbar macht. Die Stele ist vernichtet und die Grotte zerstört. Zahlreiche Kultisten des Malmas wurden von dem gewaltigen Körper zerrieben und sind nur noch blutiger Matsch an den Wänden. Mit letzter Kraft konntet ihr euch aus der Höhle fliehen, hustend und keuchend auf die andere Seite des gefluteten Tunnels retten. Stacheln der Morfus stecken tief im Fleisch der Trollzacker, auch viele Schnitte der Dolche zieren ihre erschöpften Körper. Oben in der Lagerhalle könnt ihr euch aus den Schatten schälen und betrachtet das brodelnde Wasser. Ein unheiliges Glimm entsteigt im Hafen. Viele Leichen liegen am Strand und die Gassen wimmeln wieder vor hopsenden Kreaturen. Ganz Janka ist auf den Beinen. Ein Blöken und Quaken erfüllt die Stadt. Ihr wisst, dass dies das Finale ist. Vom Malma selbst jedoch keine Spur. Der muss sich wohl immer noch unter euch in der Grotte befinden und tobt. Was wollt ihr tun? Sammeln, ihr Hunde! Wir gehen zurück aufs Festland! Zu den Booten! Warte etwas, König. Zahlreiche Schnitte. Wir brauchen einen Moment. Ja, macht euch fertig. Ja, warum müssen es immer Morfus sein? Naja, war ja nur... Naja, ich weiß nicht, wie Morfus sind, aber ich glaube, es war nur einer. Sollten wir Hasswolf rufen? Wir sollten. Aber wie lange wird er brauchen? Nun, ein Schiff dieser Größe, ich vermute mal ein Viertelstundenglas, wenn es hochkommt. Dann gibt das Signal, jetzt. Ja. Er meinte, er ist auf 10 Meilen in Ordnung. Er sollte, ja, Viertelstundenglas kommt hin. So, drei. Nun gut. Ja, ich würde dann mein Amulett zucken. Denkt ihr, der Malmer kommt uns nach? Irgendwas Lumen! Vermutlich. Deshalb sollten wir schnell von diesem Stückchen Inselland übersetzen zur richtigen Stadt. Hier können wir ihn nicht fesseln. Eine große Lichtsäule kracht aus dem Amulett von Abelmir heraus und bricht nach oben. Signal. So, wenn er das nicht sieht, dann ist er blind. Gurga, folgt mir, sobald ihr bereit seid. Wir gehen schon mal rüber. Los, wir müssen in die Boote und darüber rudern, bevor das Vieh uns in der Mitte vom Wasser erwischt. Genau. Richtig, rudert. Flamin springt ins Boot und schaut rüber zum Strand. Lebt da noch jemand von unseren Leuten?
Ja, also wenn du dich am Strand umsiehst, was auch immer Abel mir mit seinem Artefakt ausgerichtet hat, viele Leichen, die am Strand liegen, du siehst noch einige kauernde Kultisten, die sich zurückgezogen haben in die Gassen oder weg vom Strand versuchen zu robben, aber viele, viele Leichen und noch einige Torwaler, die verletzt die Tore des zerstörten Svafnir-Tempels versuchen zu halten. Ansonsten ist der Strand selber entlebt. Sie haben sich im Schrein verschanzt. Naja, dann lass uns die Kultisten töten. Dann nicht mehr zu viele zu sein. Boxen wir die Torwaller raus und nehmen wir die Bahn in die Hand. Was auch immer wir tun, schnell. Auf die Boote, damit, los! Damit wir wieder festen Boden unter den Füßen haben, ehe dieses Vieh uns hinterherkommt. Immer noch könnt ihr sehen, wie ein gewaltiger Sog im Hafen entstanden ist. Durch die Vernichtung des Schlusssteines ist die Strömung definitiv angestiegen. Ihr seht euch nochmal die Boote, die auch ohne, dass sie an Land gezogen sind, in so etwas wie eine Richtung gezogen werden. Auch ein stechendes Gefühl in euren Bäuchen, in euren Herzen, was in die Niederhöllen euch ziehen mag. Aber ihr könntet mit einigem Aufwand tatsächlich die Boote wohl auch rüberrudern. Das wird allerdings schwer. Ja, aber wir haben leider keine andere Wahl. Also gut, König. Wir kommen nach und nach. Einer nach dem anderen. Bis gleich. Ja, sorgt dafür, dass mir keiner drauf geht an irgendeinem so verdammten Malma oder wie diese anderen Viecher heißen. Bis gleich. So, was soll ich würfeln? Ja, bitte eine Bootefahrenprobe. Und zwar zwei Stück, also einmal du und einmal jemand anderes, um euer eigenes kleines Heldenboot dann hinüber zu steuern. Die anderen werden dann sicherlich selber nachfolgen oder es zumindest versuchen. Macht irgendjemand außer Mr. Einhand Anstalten, dieses Boot zu stemmen? Ja, okay, ich setze mich neben Rafim auf die Bank. Sogar zwei Punkte mehr, ich habe Spezialisierung Rudern. Das soll mir gerade so reichen. Ihr könnt versuchen, dem Sog zu entkommen, der nur wenige Meter neben euch das Wasser des Beckens und auch des restlichen Perlenmeers versucht in sich einzuziehen, als ob da irgendein Stöpsel gezogen worden ist und euch mit aller Kraft die kurze Strecke entgegenstellen, bis ihr dann vor allem Diamantes unglaublich entkräftet auf der anderen Seite ankommt. Die anderen Koga werden das höchstwahrscheinlich wohl selbst schaffen. Nicht so sehr, weil sie Boote fahren können, aber aufgrund ihrer sehr rauen Körperkraft. Und ihr könnt weiteres Knacken hören, während ihr euch an Land zieht. Die Trollzacker hinter euch sind mittlerweile allesamt aus der Lagerhalle rausgestürzt, auch wenn sie verletzt sind. Und mit einem weiteren Knacken von verbranntem Holz könnt ihr sehen, wie die Lagerhalle einstürzt. Ein großer Riss, der sich auf dem Land entlang zieht und weitere Spalten, die weiteres Wasser in eine andere Richtung abtreiben. Es ist zu viel verlangt, zu hoffen, dass der Einsturz den Malma erledigt hat, ja? Euren Optimismus in allen Ehren. Aber war es nicht jemals so einfach? Ich schätze nicht. Wenn es so einfach wäre, bräuchte man uns wohl nicht. Ja, außerdem, die hier Torwaller kämpfen da vorne noch, da würde ich mich gerne einmischen. Voltax, ihr, nur für den Fall der Fälle, euer spezieller Freund ist bereit, ja? Natürlich, natürlich. Er wartet hier immerhin auf seinen Einsatz. Aber ihr wisst, was ihr zu tun habt? Ja, und wir sollten uns nur mit etwas mehr elementarem Erz umgeben. Wann ist ein Strand? Ich hoffe, das reicht. Ja, eine Steinwüste wäre mir lieber oder noch besser Metallplatten, aber... Ich frage mich eher, wie wir ein Feuer anbekommen. Ja, liegt genug Trümmer herum, aber die sind alle nass. Aber mir ist ein potenter Zauberer, was das Anzünden angeht. Nicht wahr? Wo habt ihr diesen Karren gelassen? Wer hat ihn noch irgendwo abgestellt? Verdammt. Bevor wir über die Trümmer geklettert sind. Verdammt, müssen wir ihn holen. Ja, lasst uns erstmal die Torwaller holen. Die können dann den Karren holen. Ja, los. Währenddessen hier diskutiert, könnt ihr sehen, dass das erste Boot der Kurga übergesetzt ist. Allerdings noch viele weitere Male, die gefahren werden müssen. So könnt ihr in Richtung des Svafnir-Tempels laufen, auch wenn
der Hafen in einigen Aufruhr gesetzt ist, vielleicht sowas wie Ebbe und Flut, was sich hier gebildet hat, und zwar ziemlich schnell. Das Wasser fließt also sowohl aus dem Strudel auch wieder zurück und zahlreiche Wellen, die jetzt an den Strand unglaublich hoch schwappen. Aber noch könntet ihr den Svafnir-Tempel erreichen, der dort zerstört liegt, ein umgedrehtes Ruderboot, der Torwalle, eine umgedrehte Otter, wie sie so oft gerne benutzen. Könnt ihr sehen, wie dort Stierbjorn im Türrahmen steht, hat euch wohl auch schon erkannt und tritt dann beiseite, hat wohl eine große Wunde, eine Fleischwunde von einer Axt, die ihm da wohl beigebracht worden ist. Lasst euch dann eintreten. Neben ihm im Tempel könnt ihr wohl nicht ganz 10, ja doch 10 werden es wohl sein, allesamt verletzt. Und auch Freya Thorgils Dottir, die ihr erkennt, könnt die Frau von Stierbjorn, die dort ebenso auf ihre Axt gestützt steht und euch misstrauisch beäugt. Ja, ihr müsst das Stroh holen, damit wir den Plan bereit machen, wenn das Bastardvieh jetzt gleich an Land kommt. Wir nageln es fest und die entzündet das Feuer. Boltax, kannst du denen das sagen? Die verstehen mich ja nicht. Doch, sie verstehen. Bei Svanfar, ich habe dich verstanden. Oh, die verstehen mich. Ich dachte, die verstehen uns nicht. Eine Liste. Ja, wir sind verletzt. Wir uns müssen ausruhen. Ich schaue mir mal dieses Gebäude, wo wir jetzt drin sind, genau an. Besteht es aus Stein? Nee, aus Holz. Wie gesagt, eine umgedrehte Otter, würdest du sagen, die so ein bisschen aufgebockt worden ist auf andere hölzerne Stützstrukturen. Zahlreiche Muschelnetze, die hier überall heruntergehangen haben. Irgendwann mittlerweile runtergerissen, angezündet mehrere Male. Du kannst noch ein paar Gwenpetrel-Steine erkennen, die allerdings so ein bisschen entweiht worden sind und nicht mehr blau leuchten. Und einige Walknochen, die hier zertrümmert am Boden liegen. Also das, was ehemals als Heiligtum galt, ist wohl verdreht. Und der Boden ist ebenfalls aus Holz, oder? Der Boden, wahrscheinlich ein bisschen Holzplanken, aber ansonsten auch noch viel Strand, also viel Muschelstrand noch, ja. Wie wär's, wenn wir den Malmer hierher locken und nun ja, dieses Haus benutzen als Köder. Das ist eine ziemlich feuchte Angelegenheit. Kriegt ihr das angezündet? Wollt das Haus über ihm anzünden? Nun ja, ich dachte mir, ihn in das Haus zu locken, ihn hier anzuflocken und das Haus anzustecken. Ah, ihr macht eurem Ruf als Brandstifter wirklich alle Ehre, aber mir. Nun ja, ich bin praktisch. Ja. Ja, aber wenn ihr hier redet und hier bleiben wollt, dann hole ich jetzt den Wagen. Skadi, Bodgrimgrim, geh mit. Nimm Siglin und Ulf Dutra ist noch, ihm geht's noch gut. Nimm sie und hol den Karren. Ja. Ich schau mal, welche Torwalle immer vortreten an. Der steht noch da hinten, folgt mir einfach. In der Zwischenzeit, Diamantes, brauchst du dein Schießpulver noch? Ich gebe ihm das Beutelchen. Warte, hatte Diamantes das Beutelchen zugeworfen? Nee, ich habe das Beutelchen von Diamantes. Ah, okay. Weil ich es ja trocken durchbringen konnte. Ich werte das als nein. Aber mir in dem Fall das Beutelchen anzuzünden, würde sicherlich eine potente Feuerquelle erschaffen. Wenn Diamantes es nicht braucht. Es ist ein guter Brandbeschleuniger. Da er mitsamt seiner Ballone gerade sehr nass geworden ist, denke ich es mal nicht, aber jetzt gerade sei mit Raphim los, um den Karren zu holen. Alan schielt etwas nervös zwischen den... Ja, wie ist das? Ist diese Orte ist aufgebockt? Kann man hier zwischendurch gehen oder hat man hier behelfsmäßig Wände eingezogen, wenn das irgendwie ein Svafnir-Tempel ist? Also man hat auch ein paar Wände eingezogen, die würdest du sonst als Stabilisierung auf einer Otter benutzen und die hat man einfach runtergezogen, da sind aber keine Türen drin, sondern ehemals da Muschelnetze, also du kannst dich ein bisschen umsehen, viel ist nicht mehr übrig, also wie gesagt, ist ein bisschen aufgebockt auf Holz, ja. Also natürlich nicht einfach nur ein Ruderboot ist umgedreht, aber so im Endeffekt kannst du dir vorstellen. Ja, dann befingert vermutlich gerade irgendein Svafnir-Amulett, das er von einem umgestürzten Altar gerade untergenommen hat. Und schielt nervös aus dem Fenster den Strand hinunter und betrachtet die Trollzacker. Was denkt ihr? Sollten wir die... Wenn du runter guckst, kannst du sehen, wie wohl sich aus den Gassen 6 andere Kultisten wieder zurück an den Strand gerettet haben. Scheinen sich wohl gar nicht um die Toten zu kümmern, sondern haben jetzt ihre Ritualdolche gezogen, schneiden sich selber in die Hand und haben wieder einen Singsang angefangen. Es sieht wie eine Beschwörung aus. Walterx? Ja. Wir sollten, komm. Muss das sein? Na gut.
Abelmir, hier ist das Pulver. Kümmern wir dich drum, dass... Ja, natürlich. Alles gut. Verteilt wird. Reicht euch dann der Sand, Baltax? Nun, ich hoffe. Ich hoffe. Ich forme das Element ja nicht. Das wird Durchforos tun. Ich dachte nur, denn ich habe an der Flussmündung noch größere Felsen gesehen. Und dort hat man das Ufer damit befestigt. Also, wenn es wäre, dass ihr Bescheid wisst. Wenn es nicht klappt, werde ich ihm den Befehl geben oder den Wunsch äußern, diesen Malmer hier zu halten. Wie er das tut, das weiß ich nicht. Das muss ich ihm überlassen. Wollten wir die Kultisten machen lassen? Vielleicht rufen sie damit den Malmer herbei, wer weiß. Zu spät. Ein weiteres Mal schwappt eine gewaltige Welle an den Svafnir-Tempel heran. Ihr könnt euch versuchen festzuhalten, zu schwimmen oder euch irgendwo festzubinden. Ja, ich würde mir probieren, irgendwie diesen unten Innenpfosten hochzuklettern, damit ich aus der Welle herauskomme und das Schwarzbau nicht feucht wird. Ja. Ja, wie gesagt, bietet mir Proben an. Ich würde einfach mal oben anfangen bei Zulamin. Was möchtest du tun? Schwimmen, dich festbinden? Zulamin greift sich ein Schiffstau, das da von diesem Schiffsrumpf herunterhängt, das die als Dach genommen haben, und versucht sich damit an einer dieser Säulen festzumachen. Dann fesseln und festhalten. Abelmir, was tust du? Ich probiere mich an so einer Säule hochzuziehen, da wo das umgedrehte Schiff sozusagen aufgebockt ist, irgendwie drauf. Um mich hochzuziehen auf den Dach. Ja, ich würde es wie Abelmir tun. Ich würde versuchen, nach oben zu klettern. Klettern. Rafim ist gelaufen, ebenso wie Diamantes unterwegs ist. Jala. Festbinden ist nicht drin. Ich denke nicht, dass Jala ein ganzes Gegenwart hat, mit einem Arm irgendwo hochzuklettern. Ich denke, er greift sich an ein Ruder, das hier irgendwo rumliegt, oder eine ungestützte Bank und versucht die halt zwischen dem Ausgang, zwischen irgendwie einer Tür oder der Wand oder wo immer gerade hingespielt wird, festzuklemmen, damit sie nicht mitzieht. Ja. Aber ist das Schwimmen vielleicht? Du hast Boltax gerade eben noch geholfen, nach oben zu kommen. Oh, da fasst dich schon die erste Welle und reißt dich wieder grob zurück. Auch wenn du noch versuchst, dich festzuhalten, wirst kurz raus aus dem Svafnir-Tempel ran an den Strand gespült und dann ist die Welle schon wieder weg und du liegst irgendwo weiter draußen an dem Strand. Kannst neben dir den riesigen, gewaltigen Körper des Homerias erkennen. Ja, dann wollt ihr schwimmen. Ich weiß nicht, es klingt wie Schwimmen, würde ich denken. Oder Körperbeherrschung, ist ja, sag mir dazu mal. Eine Schwimmprobe. Okay. Keine Spezialisierung vorhanden. Sehen uns das an. 14 über. Abelmir bekommt noch einen W3 Schadenspunkte durch verschlucktes Wasser, was breckig in deiner, in deinem Magen, in deiner Lunge hängt. Hast dich auf alle Fälle mehrfach verschluckt. Soll ich das würfeln oder willst du? Das kannst du würfeln. Einfach ein B6 halbieren und wieder siehst du den gewaltigen Humeria, der jetzt die Kultisten, die ihn gerade gerufen haben, mit seinen Scheren zerquetscht. Sie werden nicht einmal zerschnitten, sondern einfach nur noch mit der großen Hummerschere draufgehackt. Der Sand wird aufgewühlt und dann drehen sich die kleinen Knopfaugen, die Stielaugen in deine Richtung und er hat dich erkannt. Das Licht von dir hängt immer noch in der Luft. Aber ihr habt noch lange nicht die Viertelstunde erreicht. Ja, mir geht's gut. Komm her! Ich spring wieder runter. Ich strecke ihm irgendwie eine Hand aus, als würde das irgendwas machen. Ja, dann kann sich wieder aufrufen. Wieder los. Verdammt, ist das Ding riesig. Wir müssen ihn hierher locken, oder? Ich fürchte ja. Und dann, besser wird's nicht. Ich nehme mir ein Stück Holz, einen Kerzenständer, der hier rumliegt, an Zinnernen, und werfe ihn auf den Malmer. Als würde das irgendwas machen. Ja, ich guck gerade mal Entfernung von dir zum Malmer. Ach, 23 Meter wirst du auf alle Fälle schaffen. Junge, kräftig, das geht. Ja, doch, das geht. Also 20 Meter sind auf alle Fälle drin. Und oh, ich möchte eine Probe würfeln, ob ich sein Auge vielleicht treffe. Okay. Fernkampfbasis, das sind irgendwie 8 Punkte. Leider nicht. Ja, ich würde dir sonst auch sowas wie Wurfmesser gestatten oder so, aber die Entfernung und okay, Größe ja, ist natürlich riesig, das Ding, aber das Auge, nicht. Also du triffst den gepanzerten Scherenarm von ihm, es klackt mehrere Male und dann landet das Ding auf dem Sandstrand. Er guckt dich immer noch an, währenddessen bei Diamantes und Rafim.
Ihr merkt, wie die Erde bebt, Wasser wird aufgewühlt und auch wenn ihr gerade noch nicht dran am Strohkarren seid, könnt ihr sehen, wie brackiges Wasser die unter euren Füßen entlang sprudelt und schwimmt. Da könnt ihr sehen, wie sich wohl noch zwei Ferkiner vor euch bewegen. Und zwar sind die noch nicht tot, das handelt sich dabei um Jara ben Harazami, der jetzt den Fuß von Diamantes packt. Er spricht auf Ferkiner, beziehungsweise so ein ganz, ganz entferntes Tulamidisch. Hilft Trollzackisch? Trollzackisch hilft. Bedingt, ja, doch. Würde ich euch tatsächlich zugestehen. Was ist dein Problem? Hilf uns. Wir sind gefallen. Wir wollen mehr töten. Aber verletzt. Ich möchte mal einen Blick auf die beiden werfen. Sind die praktisch tot oder haben die nur Verletzungen an den Beinen? Also regeltechnisch 3 Wunden irgendwo am Körper, mindestens in einer Körperzone. Also das wird lange brauchen zum Heilen. Aber damit kann man auf alle Fälle irgendwann wieder genesen. Ja. Aber auf jeden Fall kampfunfähig. Ja, kampfunfähig. Also gebrochene Hände, Beine, Arme, irgendwie eine Rippe, die rausguckt. Also so eine Dinger. Wir müssen weiter. Wir haben dafür nicht viel Zeit. Helf ihnen an ein Gebäude oder so hier, damit die nicht sofort sterben, wenn die Kultisten hier langrennen. Ja, die eine Torwalerin wird den Ferkiner nehmen und ihn dann einfach nur so an die Wand schleppen und daran lehnen und dann gibt sie nochmal einen Tritt gegen die Rippen und läuft dann weiter. Ja, ich nehme ihn, leg ihn an die Wand, trete ihn aber nicht. Okay. Ja, damit sind sie zumindest sowas wie aus der Gefahrenzone, liegen nicht mehr direkt auf der Straße und dann könnt ihr so schnell wie möglich den anderen hinterher eilen. Also, wenn nichts weiter passiert dort drin und die Froschmenschen sie in Ruhe lassen, dann hoffentlich reicht das. Ja, so rennt ihr die Straße entlang und während ihr rennt, könnt ihr sehen, wie sich wohl die Straßen wieder mit Nebel füllen. Die Liturgie, das Gebet, was die Swafnir-Geweihte wohl gesprochen hat, ist mittlerweile wohl nicht mehr so in der Wirkung, würdet ihr so vermuten. Zumindest kehrt dieser höllische Nebel wieder zurück. Oh, Scheiße, wir müssen laufen! Ich hoffe, dass der Nebel hält das Feuer nicht irgendwie auf. Das musst du Boltax fragen. Von so einer Scheiße habe ich keine Ahnung. Über die Dächer sind wir sicher um einiges schneller. Zumindest hin. Aber zurück müssen wir wohl den Landweg gehen. Kannst du klettern? Wir stehen schon vorm Karren. Ich fange jetzt nicht an, das Haus hochzuklettern. Ach, das ist der Karren, Scheiße. Ja, dann... Ja, nur 30 Meter, die ihr dann noch laufen musstet von den anderen Leuten, dass das Haus, wo ihr durch die Fenster gebrochen seid, daneben steht der Karren, aber den hat man dann nicht mehr durch das Fenster durchbuxiert, sondern einfach nur daneben stehen lassen und könnt dann über die lange Promenadenstraße blicken, die in Richtung des Strandes führt und weiteres brackiges Wasser, eine große Welle, die wieder ankommt. Dann scheiß drauf, pack den Wagen, wir schieben ihn. Die Räder müssen nur so lange aushalten, bis sie am Tempel sind. Ja, los. Dann einer von euch darf mir gerne eine Fahrzeuge-Lenken-Probe geben oder eine erschwerte Athletikprobe, um mit Kraftakt das Ganze dann zu bewegen, in der Hoffnung, dass die Räder nicht nachgeben. Das wäre jetzt natürlich die Hölle, währenddessen eine große Welle, eine zweite Welle, die auf euch vier im Swafnir-Tempel zurollt. Ich bin ja immer noch oben, also ich bin ja nicht wieder runtergeklettert. Ist korrekt. Zulamin hat sich wieder entbunden und du siehst, wie die Welle auf dich zuschwappt. Ja, dann wohl gleich das Spiel nochmal. Dann bind dich wieder fest. Fest an den Fesseln. Boltax ist immer noch oben, aber mir. Ja, Lan, komm! Ich winke ihn zurück und renne wieder zurück ins Haus. Lan lässt was auch immer er hatte fallen und gerade noch auf den Marmor werfen wollte. Ich möchte aber mir packen, wenn klar wird, dass wir nicht mehr vor der Welle irgendwo hinkommen. Wird auf alle Fälle schwer. Ihr könnt mir vorher mal eine Athletikprobe geben und zwar kein Kraftakt bei euch, sondern vor allem Geschwindigkeit. Und ansonsten heißt es schwimmen. Wenn da Erschwernisse drin sind. Wir sind auf Sandboden unterwegs. Das ist Sandboden, ja. Dann möchte ich irgendwie Abel mir mit dem einen Arm packen, mich an ihm festhalten und hoffen, dass wir schon beide zusammen irgendwie oben treiben werden. Okay, dann die Schwimmprobe an dieser Stelle plus 6. Weil ihr euch festhaltet, zumindest ja an dich, könnt ihr Punkte abgeben, wenn ihr mögt. Ja, ich nehme an, ich kriege auch noch plus 5, weil ich einarmig bin. Ja,
Entsprechend plus 11, das. Ja, das wird haarig. So, ja, machbar. Und das. Haben wir, da irgendwo, wir hoffen es. Das sieht richtig gut aus. Ja, ihr werdet von der Welle fast, könnt ihr den Mund zumachen, weiteres brackiges Wasser. Werdet einmal zurück raus aus dem Strand, direkt neben die riesigen Krallen oder die Schere vom Hummer gespült. Und dann kommt die Welle wieder zurück und ihr werdet dann direkt vor dem Tempel wieder angespült, wo ihr eben wart. Könnt euch wieder aufrappeln, eure Kleidung ist durchtränkt, unglaublich nass. Und die Scheren des Hummers klackern und er bewegt sich weiter auf euch zu. Wenn ihr nichts tut, wird er demnächst den Zwaffnitempel einfach vernichten. Boah, das war klar. Nochmal mache ich das nicht mit. Komm rein. Boltax! Boltax, ja, für Zeit! Ja. Ihr könnt Stierbjorn rufen hören auf Torwalsch. Man muss nicht viel Torwalsch sprechen können, aber das versteht man. Rache für Janka. Und Verletzte, wie sie sind, stürmen sie nach draußen mit dem Rest, der ihnen noch verblieben ist. Und ja, so entbrennt ein Kampf. Vor allem könnt ihr auch erkennen, dass jetzt die restlichen Kurga auf die andere Seite übergesetzt haben und dann ebenso dem Malmer versuchen, in die Seite zu fallen. Dann beginne ich mal. Stein geformt durch Sumus Hand, zeige deine volle Pracht. Schreite wieder übers Land und entfessle deine Macht. Erzenesses Element, kraftvoll wie der stärkste Stahl. Das man Doriforos nennt, ende heute ihre Qual. Dabei drehe ich den Ring einmal um und rufe Doriforos herbei. Doriforos, gebunden in deinen Ring, ein uraltes Wesen. Die Rituale der Schamanen der Kurga. Während sich der Humeria, der riesige Humeria, der Malma von Janka naht, könnt ihr das Flüstern hören, was zu einem Brummen heranwächst, dann zu einem Knirschen, erst von Zähnen, dann zu dem Mahlen von Sand, vielleicht von einem Bühlstein und schließlich beinahe so laut wie das Krachen von Felsen. Der Sand bewegt sich und formt ein Wesen aus Stein und Sand, was sich erst zusammenkauert, sieht aus wie ein Felsbrocken oder ein Sandbrocken, dann bilden sich erst vier Arme, es richtet sich auf und hat zwei gewaltige Beine. Es türmt sich auf und sein Rücken, der zu einer ehernen Brünne wird. Die Arme formen sich, der Fels wird zu stählernen Klingen aus Sand. Und es gibt eine tiefe, knirschende Stimme. Ihr könnt noch sehen, wie das Ding wohl ein Gesicht hat, eine Maske aus versteinerten Zügen. Ob man die Wünsche davon ablesen kann oder nicht, aber sein Name ist Doriforos und ebenso antwortet er mit der knirschenden Stimme. Doriforos.